Bei mir ist Kevin Coffee heute mal. Wir versuchen das. Wir haben auch einen super Dolmetscher dabei, nämlich Dorio Diering. Ja, als erstes wollen wir mal wissen, wie es Kevin geht. Generell, er wird sich selbst wahrscheinlich viel, viel Druck machen. Aber trotzdem muss er sich ja auch jedes Mal wieder motivieren. Er kreiert sich super Chancen. Er spielt in unseren Augen echt gut. Wie geht es ihm allgemein und wie geht er mit dem ganzen Druck um? T'as compris, Kevin, ou... T'as compris? Ouais? En gros, non, il t'a demandé comment tu te sens à chaque fois de revenir sur le terrain avec l'idée que tu dois absolument marquer. Et parce qu'ils savent que tu joues bien, mais au final, voilà, c'est à toi de dire comment toi tu te sens. Et... Je cherche à chaque fois de ne pas y penser. Je cherche à chaque fois, match après match, de chercher de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Et puis, voilà, je sais que je dois marquer, mais là, après la pause, je me suis dit, je repars de zéro, donc je prends match par match maintenant. Et je me sens bien, physiquement, et voilà, je cherche à donner tout pour l'équipe. Also, er meint, dass er, ja, er gibt auf jeden Fall Gas für die Mannschaft. Er weiß, dass, ja, als Stürmer Tore gefragt ist, aber trotzdem, er versucht, wenn er auf dem Feld steht, nicht so viel nachzudenken und auf jeden Fall maximal zu geben. Körperlich fühlt er sich richtig gut und, ja, wie gesagt, er weiß, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen, aber ist nur eine Frage der Zeit. Wie hat es sich für Kevin angefühlt in Asbach? Die Fans haben ihn ja so mega gefeiert. Das muss doch einfach geil sein als Spieler, oder? Ja, ich glaube, das hat er verstanden. Ne? Ja, die Fans sind immer, glaube ich, immer lieb mit mir. Und ich bin sehr befreundet für dich. Und für dich immer, ich gebe alles für die Fans, für die Mannschaft. Und so. Heute haben wir gesagt, oder ich habe in der Kommentation gesagt, Minimum 3 Spieler braucht es, um Kevin Coffee vom Ball zu trennen. Wie macht er das? Also das ist für mich so seine einzigartige Stärke. Also mit 2 Leuten brauchst du da gar nicht kommen, kriegst den Ball nicht von Kevin. T'as compris, ouais? En gros, il a dit dans les commentaires du match, quand il commentait le match, que l'adversaire, il avait besoin à chaque fois d'être à 2 à 3 joueurs sur toi pour pouvoir te prendre la balle. Comment tu te sens, enfin comment tu fais pour monopoliser toute l'équipe adverse? Ah, c'est un peu mon jeu, j'essaie de créer l'espace pour l'équipe et voilà, aujourd'hui je me sentais bien et j'avais vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir marquer, mais voilà, au final 0-0 contre Ingolstadt, je pense que c'est pas mal. Er sagt, dass er versucht, so wie gesagt, die 2-3 Spieler bei ihm zu haben, dass hinter seinem Rücken Platz ist für die andere Kollegen von uns. Und aber ja, er denkt, er hat sich heute gut gefühlt, er hatte auch gute Aktionen dabei. Das hat man auch gesehen, dass er auf jeden Fall gefährlich ist. Fehlt halt nur das Tor, aber es wird noch kommen. Und ja, er denkt am Ende, dass 0-0 gegen Ingolstadt ist in Ordnung. Ja, das denke ich auch. Geht vollkommen in Ordnung, wenn man sieht. Wir stehen richtig gut da. Hat er sich das so vorgestellt, in die dritte Liga zum SV Waldhof zu wechseln, nachdem es in Elversberg nicht zum Aufstieg gereicht hat und dass wir so eine gute Rolle spielen in der Liga? Est-ce que tu as pensé en arrivant chez nous qu'on allait jouer un début de saison comme ça et qu'on allait être sixième après tant de journées? Est-ce que tu pensais à ça quand tu es arrivé chez nous? Sincèrement, oui, parce que comment l'équipe jouait au foot. Et regardant un peu la troisième division l'année passée, je me disais que voilà, on pouvait être en cette position, même je pense qu'on pourra faire mieux parce que là on commence à se connaître, à mieux jouer, à avoir confiance. Donc je pense que dans le futur on pourra faire mieux. Er sagt, dass er hat sich schon so vorgestellt, weil er letztes Jahr ein paar Spieler von dritte Liga geguckt haben und von uns auch hat er gesehen, dass wir auf jeden Fall gut Fußball spielen können. Er denkt halt auch, dass vielleicht noch mehr drin ist. Aber ja, das werden wir auf jeden Fall nach der Saison sehen, wo wir stehen. Bonne chance et merci beaucoup, Kevin. Merci, merci à vous. Super, Alter. Kannst du bei uns wechseln? So, jetzt. So, zusammen. Bei mir, ihr wart noch nie bei mir und das liegt nicht daran, dass wir euch nicht holen, sondern dass ihr immer vorbeilauft. Ja? Marcel Hofrath und Mette Celik. Mette, heute
fast 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Was sagst du? Wie hat es sich angefühlt, von Beginn an zu wirbeln? Es gab ja eigentlich so eine kleine Systemumstellung, oder? Ja, genau. Also das System war geändert. Beim Testspiel gegen Wiesbaden haben wir so gespielt gehabt. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke, dass wir heute auch ganz gut gespielt haben. War sehr, sehr intensiv. Wir hatten ein, zwei Chancen nach vorne, die wir vielleicht machen könnten. Aber am Ende des Tages sind wir mit einem 0:0 zufrieden. Ja, ja, jetzt war es über deine linke Bahn eigentlich schon auch sehr offensiv. Konntest deine Läufe wieder nach vorne machen, die Flanken in den 16er bringen. Ich bin nicht der Freund von Fragen, woran hat es gelegen. Aber was hat Ingolstadt heute so gut gemacht, dass es zum Schluss nicht gelangt hat? Ja, was heißt, was haben die so gut gemacht? Wir hatten ja unsere Chancen, wir sind oftmals von außen durchgekommen, haben sehr gut kombiniert, haben auch die Flanken vorne reingebracht, aber hatten halt einfach nicht das gewisse Glück halt, dass der Ball halt reingeht. Und ja, was sollen wir da machen? Müssen wir halt weiter dran arbeiten, an den Torabschlüssen, und ja, nächste Woche passiert es dann nicht, hoffentlich. Dich hätten wir viel lieber gehabt, wenn du ein bisschen mehr gespielt hättest, wie 3 Sekunden, lieber Marcel. In Düsseldorf wollte ich dich haben, kommen wir später noch drauf. Erstmal, wie geht's dir? Wie gehst du mit der ganzen Situation um, dass du sozusagen mehr auf der Bank sitzt, wie auf dem Spielfeld stehst? Ist ja wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, wie geht man damit um? Also ich denke professionell. Ich meine, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ich versuche immer alles zu geben im Training und auch meine Laune aufrecht zu erhalten, weil das braucht die Mannschaft. Und ja, ich habe meine Spiele gehabt, sage ich mal. Natürlich nicht so viel wie erwünscht, aber ja, so ist halt Fußball und es läuft auch gerade gut, und deswegen bin ich im Großen und Ganzen halt zufrieden mit der Mannschaft und wie es halt bei uns läuft. Wenn du jetzt so ein Spiel von außen siehst, ihr Spieler seht es ja auch immer ein bisschen anders wie ein Trainer oder wie die Fans oder wie wir auch oben in der Kabine. Wie würdest du das resümieren heute, das 0-0? Ja, ich denke, es geht auf jeden Fall in Ordnung. Also wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben jetzt das erste Mal im Pflichtspiel mit einer Fünferkette oder Dreierkette gespielt, und es hat ganz gut geklappt. Also ich bin zufrieden auf jeden Fall. Wir haben viel Druck nach vorne gehabt, wie schon vorher gesagt, viele Flanken in 16 hereingebracht, und ich denke, das 0-0 geht auf jeden Fall in Ordnung, und ja, wenn wir den Lucky Punch machen, dann gewinnen wir auch verdient. Jetzt sind ja nur noch wenige Spiele bis zur Weihnachtspause. Ich nenne es immer nicht Winterpause, weil eigentlich ist sie viel zu kurz, um sie Winterpause zu nennen. Was ist so das Ziel in der Mannschaft? Was möchte man noch holen? Wir stehen jetzt 8 Punkte vor Platz 17, den Chemnitz belegt gerade, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also vor dem ersten Abstiegsplatz. 8 Punkte davor ist ja eigentlich bärenstark. Ja, auf jeden Fall. Es hört sich sehr gut an, aber klar, unser Ziel ist es nicht abzusteigen dieses Jahr. Und dafür tun wir alles Spiel für Spiel. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie groß reden und sagen, ja, und da wollen wir stehen und da wollen wir stehen. Einfach weitermachen, Spiel für Spiel, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, unseren Fußball aufzuziehen. Und dann sehen wir, was im Winter rauskommt. Ja, das ist gut rausgewunden, Mette. Marcel, kann ich dir ein bisschen mehr entlocken? So, keine Ahnung, ja, wir wollen jetzt beide Auswärtspartien auf jeden Fall gewinnen. Nee, aus mir kriegst du auch nicht mehr raus. Ich wurde das Gleiche wurde schon mal auf einer Pressekonferenz gefragt, und wir reden davon gar nicht. Also wir machen unser Zeug, wir arbeiten hart, und was am Ende rausspringt, werden wir dann sehen. Aber es steht ja immer noch, sage ich mal, unsere ungeschlagene Serie auswärts zu Buche. Die will man ja wahrscheinlich vor Weihnachten nicht aufgeben, oder? Wir wollen alle Spiele gewinnen, egal ob zu Hause oder auswärts. Ja. Wobei man sagen muss, zu Hause wäre es auch mal wieder gut, dass wir, wenn wir gewinnen. Ja, du sprichst es an. Also zu Hause wäre auch mal schön. Ich glaube, wir haben auch so ein Spiel gegen Braunschweig in naher Zukunft zu Hause, wo man vielleicht mal gewinnen könnte. Ist doch klar, wir würden alle ja jetzt nichts dagegen haben. Aber wie gesagt, ob es auswärts oder zu Hause ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Geben immer unser Bestes, und was dann rauskommt, das kommt dann halt raus. Ja. Können wir da nicht mehr ändern. Ja, Mette, wir wünschen dir viel Erfolg. Wir schicken dich mal zum Duschen. Ich muss jetzt noch eine Schuhfrage klären mit Marcel. Marcel, heute in blauen Schuhen, ich habe gesehen, du hast dir weiße zugelegt über die Saison, hast in Düsseldorf auch mit denen gespielt und dann doch wieder zurückgewechselt. Beschreib mal, was für ein Fußballer so, was ist denn an Schuhen so besonders? A, sehen sie natürlich geil aus, aber B, müssen die auch noch was anderes mitbringen. Und wie entscheidest du dann sozusagen in der Hälfte, nee, ich nehme doch wieder die anderen? Ja, ist ganz einfach. Also der weiße Schuh, der ist eine Nocke. Und der blaue, den ich gerade anhab, der ist eine Stolle. Ich kann es mal ganz kurz zeigen vielleicht. Und wenn der Rasen tiefer ist, halt spiele ich mit dem blauen. Und wenn er nicht so tief ist, halt mit dem weißen.
Und in Düsseldorf war es halt so, dass der Platz irgendwie ein bisschen komisch war. Da war relativ viel Sand drauf, der war nicht nass oder so, aber ich dachte am Anfang, okay, Nocke geht vielleicht. Dann habe ich halt gemerkt, okay, der ist doch ein bisschen tief und Stolle wäre dann besser, weil ich, wie gesagt, Verteidiger bin. Und wenn ich ausrutsche, ne, und irgendwie ein Stürmer läuft durch, dann ist das nicht so gut. Und deswegen habe ich dann geswitcht auf die Stollen, auf die blauen. Ist es krafttechnisch ein Unterschied? Spielt man lieber mit Stollen oder lieber mit Nocke, weil es hier nicht so anstrengend für die Beine? Nee, das würde ich nicht sagen. Also es gibt Spieler, die spielen nur Nocke, aber ich glaube, das sind eher Offensivspieler. Weil bei denen ist es nicht so schlimm, wenn die mal wegrutschen und der Schuh ist vielleicht eventuell ein bisschen schwerer, aber auf dem Platz merkst du das eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Gewöhnungssache und ich spiele eigentlich lieber mit Stollen als mit Nocke. Für dich, um nochmal auf dich zurückzukommen, ist die Winterpause vielleicht eine große Chance, wenn die Karten relativ neu gemischt werden in einer längeren Trainingsphase, sich doch in die erste Elf zu spielen? Ja, ich hoffe es. Also, wie gesagt, ne, ich gebe alles, ich gebe mein Bestes. Ich versuche topfit zurückzukommen aus dem Urlaub und dann versuche ich natürlich anzugreifen oder möchte angreifen. Und was am Ende da rauskommt, werden wir dann sehen. Wenn es dann halt nicht reicht, dann muss ich mich selbst hinterfragen. Aber wie gesagt, zurzeit läuft alles und wir sind alle zufrieden. Unterm Strich müssen wir auch sagen, wir brauchen jeden Mann. Auch die, die jetzt nicht von Minute 1 an auf dem Platz stehen. Und deshalb gut, dass du da bist. So ist es. Es gibt 38 Spieltage und ich glaube, es hat noch keine oder kein Verein mit 11 Spielern die ganze Saison überlebt. Richtig. Wir wünschen dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Danke, bis dann. Und jetzt kommt Highlight. Ich habe gar keinen. Du hast die auch Marcel, Alter, denkst du, ich hab die nicht dabei, oder was? Schauen Sie sich diese Autogrammkarte an. Absoluter Bestseller gibt's jetzt bei Markus Mannheim für wie viel? 19,07 €? 19,07 € zu kaufen. Mit Originalunterschrift, richtig? Ja, die hole ich mir jetzt gleich von dir, lieber Marcel. Du bist ja jetzt, sag ich mal, es gibt ja eine ganz, ganz populäre Seite gerade in Mannheim, nämlich Mannheimer Dings, explodiert ja. Du wurdest gepostet bei Mannheimer Dings. Macht dich das ein bisschen stolz? Weil, also ich finde das fast eine Ehre, oder? Ja, absolut, natürlich. Ich finde es auch wichtig, dass man über sich selbst lachen kann. Von daher fand ich sehr amüsant und dass du das natürlich dann nochmal gepusht hast. So habe ich dich kennengelernt, dass du da nochmal einen Deckel drauf machst. Ja, freut mich natürlich. Kannst du leben heute mit dem 0-0? Besser als mit dem Foto. ist okay. Ich meine, wir müssen bescheiden bleiben, aber sagen wir es mal so, ich hatte immer das Gefühl, wir hatten alles unter Kontrolle, kommen auch echt gut ins Spiel, haben direkt, ich glaube nach einer Minute schon eine Ecke und direkt ist hier ein Hexenkessel und ja, schade, weil ich denke, wir hatten genug Möglichkeiten, um da vielleicht noch eine klarere Torschuss rauszuspielen. Okay, nehmen wir so mit. Jetzt geht's dann nächste Woche nach Münster. Auch eine schöne Fahrt. Ja, wird für uns eine lange Fahrt. Ich habe gehört, dass einige Fans, das finde ich ganz geil, mit einer Limousine oder sowas anreisen. Da war auch in Asbach jemand mit einer Limousine da. Finde ich echt geil. Also Reisen mit Stil, muss ich echt sagen. Das habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Wir freuen uns. Wird natürlich ein sehr umkämpftes Spiel. Ich glaube, in Münster, so wie ich es letzte Woche gegen Braunschweig gesehen habe, sind die Platzverhältnisse nicht so gut und es wird dann natürlich echt ein Kampf. Wir freuen uns drauf, bereitet euch gut vor und ist ja nichts passiert heute. Ja, nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Punkt ist okay. Ich weiß gar nicht, wie die anderen gespielt haben, aber wir schauen da sowieso ein bisschen auf uns und wir haben jetzt zwei Spiele wieder zu Null gespielt, stabil gestanden. In Großaspach haben wir die Tore gemacht, heute nicht. Aber man kann nicht jedes Mal alles haben. Man muss auch manchmal ein bisschen mit dem Zwischending dann leben. So sieht's aus, dank dir. Kein Thema, ciao, ciao. Und wo ist Edding?